Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf dem Kanal Xplain. Und heute mit einem weiteren Let's Play von der Ilushi 14. Ja, russisches Flugzeug von der Sowjetunion. Genau. Wir stehen hier am Flughafen von Hannover. Mit einer Lackierung der deutschen Lufthansa. Lösen die Bremsen, geben Gas, heben ab und ihr kennt das Ganze, oder? Die Routine. Die Routine. Also wir werden jetzt abheben, euch irgendwas dazu sagen, was uns halt gerade so einfällt. Oder was uns Wikipedia sagt. Genau. ja, euch das Flugzeug zeigen. Den Link werden wir euch auch in die Videobeschreibung tun. Euch sagen, warum wir euch dieses Flugzeug heute vorstellen, was wir daran gut finden, was Vor- und Nachteile sind und so weiter. Einfach gehen wir jetzt gleich los, oder? Also, vom Aussehen her ist es ein bisschen wie eine Douglas DC-3. Das liegt daran, dass die Lizenz gegeben haben dafür, dass sie sie so bauen. Oh. So sieht es auch aus vom Cockpit her so aus. Der Unterschied ist halt, dass die hier Rotoren hat. Ich glaube die DC-3 nicht, oder? Ich glaube auch nicht. Wobei wäre schon möglich, ich bin mir nicht 100% sicher. So, abheben. Fahrwerk rein. Ich schaue es mal gleich mal nach, ob die DC-3 jetzt das Propeller hat oder nicht. Aber was können wir euch denn sonst noch dazu sagen? Also im Erstflug 1950. Alt. Sehr alt. In Dienststellung 1954, auch nicht gerade neu. Also. Fast ein Stall. Ja gut, und ein Hänger. Und ein Hänger natürlich. Was gibt's Schöneres als ein Hänger so jetzt? Insgesamt die Stückzahl waren gerade mal 1122 Flugzeuge. Das ist nicht viel. Ja, und die ist auch nicht besonders schnell. Oh, schön, keine Internetverbindung. Das ist natürlich gut. Ja, immer noch. Ja, genau. So, dieses Flugzeug hat ein 3D-Cockpit, in dem befinden wir uns gerade. Seht ihr, wir können uns so hin und her bewegen, also schauen. Hat aber auch natürlich ein 2D-Cockpit. Ja. Genau. Ich gehe aber wieder ins 3D-Cockpit so. Ja, diese ganzen Anzeigen, die sehen halt anders aus als bei einem Flugzeug von Airbus oder von Boeing. Weil es halt eben Ilushi ist. Ilushi ist, genau. Ich finde es jetzt nicht weiter schlimm. Also man kann sich leicht dran gewöhnen. Aber man braucht halt mal kurz. Aber zu den technischen Daten mal. Sie hat eine größere Spannweite als sie lang ist. Also das ist nicht wieder bei der Antonov ein halbes Quadrat, also ungefähr ein Quadrat. Sondern die ist jetzt ja, breiter als lang. Mit 31 Metern Spannweite und 22 Metern Länge. Ist nicht gerade groß. Aber sie kann auch nur 36 Leute mitnehmen, maximalst. Das ist noch die größte Version. Ja. Besatzung sind 5 Leute. Ich frage mich, ach so, stimmt, hinten sind ja noch 2 Leute. 5 Leute? Na, eigentlich früher war es, glaube ich, so: 2 Leute im. Also 3 Leute im Cockpit. Und sonst. Ja, da war ja da hier in dem Flugzeug sind jetzt 2 vorne, 2 ja hinter den Leuten und dann noch eine hinten am wahrscheinlich die Stewardess. Ja, wahrscheinlich. Aber ihr seht, es ist wirklich ein sehr kleines Flugzeug. Und ein sehr altes. Und ein sehr altes, ja. Aber also großer Nachteil, wie wir finden, es hat einfach mal keinen Autopiloten. Wenn ihr manuell fliegen wollt. Kurzstrecke, also wirklich sehr kurze Strecke. Dann könnt ihr das mit dem hier ganz gut machen. Was uns erstaunt hat, ist, dass die hier sogar als Mittelstreckenflugzeug und als Kurzstreckenflugzeug galt, aber sie hat nur eine Reichweite von 2250 Kilometern. Das ist nicht gerade viel. Nee. Naja, aber wie gesagt, schade, dass es keinen Autopiloten gibt, aber wenn man manuell fliegen will, dann reicht das aus. Genau. Die Höhe sind 8 Meter und maximale Geschwindigkeit sind nur 430 Kilometer, das ist nicht viel. Genauso wie die Reisegeschwindigkeit haben wir gerade mal 345 km/h, also muss man schon sagen, ist kritisch. Also manuell fliegen kann man damit nur am besten wirklich kurze Strecken. Ja, ja. Außer man hat Lust, wirklich lange davor zu sitzen. So. Also wie gesagt, Instrumente sind eigentlich selbsterklärend. Kompass und künstlicher Horizont, die Höhe und sowas, das kriegt man alles sehr leicht raus.
Overhead Panel. Ach, ich mach mal kurz auf Pause. Overhead Panel sehen wir hier. Auch alles, steht eigentlich alles fett dabei. Hier außer ist Russisch, an einer bestimmten Stelle ist Russisch, das ist Nachteil. Die beiden Knöpfe hier, das sind die Engine Starter. Das Flugzeug wird, wenn ihr es geladen habt, dann wird es wahrscheinlich ohne die hochgefahrenen Triebwerke sein oder Propeller und dann müsst ihr die damit hier einfach gedrückt halten und so fahrt ihr die hoch. Ja, halt hochschalten und dann wieder, ja, warten. Genau. Hinten haben wir dieses Plakat. Das hat in dem Cockpit eigentlich nichts zu suchen. Da kannst du ja mal zeigen, was bei den Sitzen ist dabei. Da sind ja auch Instrumente hinter dir. Ach ja, genau. Ja, stimmt. Vielleicht ist da der Autopilot dabei. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Ach, ich glaube, vielleicht ist da also dazwischen der Autopiloten. Nein, eigentlich nicht. Also hier haben wir den Transponder und halt die Radio Frequencies und das hier. Das macht nichts irgendwie. Ach doch, es ist grün einfach nur. Na gut. Ja gut, also wir haben vier Leute im Cockpit. Das und da ist dann noch jemand. Die Stewardess. Eine Stewardess, ja, genau. Hinten können wir ganz kurz hinschauen. Sieht nicht sehr modern aus. Wahrscheinlich, weil es nicht mehr sehr modern ist. Wie eine Flugzeughalle. Und wenn wir jetzt noch nach ganz hinten gehen würden, dann hätten wir dann noch eine Toilette. Müssen wir jetzt aber nicht machen. Also so sehr lohnt sich die Toilette jetzt auch wieder nicht. Ja. Ist ja nicht der Klo-Simulator. Gibt's auch. Also ja. Toilettensimulator. Gibt's auch. Hört sich schon so spannend an. Sitzt auf der Toilette und drückst die Leertaste, glaube ich, war's. Ja. Die Frage ist, warum. Hat Gronkh mal Let's Played. Ja, das ist natürlich schön. Natürlich musste er davor schreiben, Gronkh Let's Plays mit Niveau und noch irgendwas. Ist doch klar. Ja, ich meine, ein Klosimulator hat doch so viel Niveau, das kann man doch gar nicht verstehen, warum der keins haben sollte. Ja. So, ich probiere jetzt mal hier auf diesem Mini-Airport zu landen. Wird vielleicht nicht so einfach, aber eine relativ harte Landung. Wir werden sehen, ich habe ja dieses Landing Speed Plugin. Was auch noch erstaunlich ist, dass das Flugzeug eine maximale Gipfelhöhe von 6500 Metern hat. Das ist gar nichts für ein Kurzstreckenflugzeug oder Mittelstreckenflugzeug. Ja, das stimmt. Das ist ungefähr so viel wie bei der U-52. Diese dreimotorige, olle Dings da. Deutsche Kiste. Genau. Vom Zweiten Weltkrieg, glaube ich. 1932. Ja. Also, das ist schon ziemlich wenig. Und jeder Motor hat 1900 PS. Das ist jetzt eigentlich ganz okay, wenn man sich im Insgesamt überlegt, aber bei Flugzeugen auch wieder nicht so viel, oder? Was denkst du? Ja, wie viel wiegt denn das Ganze? 12.700 Kilogramm Leergewicht und Startgewicht sind maximal 18.500. Ja. Ja, man. Kann das ist man nicht so viel. Ungefähr so viel wie die 18 Autos, 18 leichte Autos. Ja. Also er hat hier da vorne diese Puppy Lights, die da waren. Links und rechts sogar. Siehst du ja hier. Fliegt jetzt zu niedrig an. Ist jetzt nicht so schlimm. Beim Overlay Editor habe ich noch nicht gecheckt, wie man die da einsetzt. Overlay Editor ist ja diese Ding, ist so ein Programm, damit kannst du Szenerien für X-Plane erstellen oder erweitern. Objekte hinzufügen und sowas, das Ganze. Ja, aber ich weiß nicht. Und was weißt du da nicht? Die Puppy Lights, wenn man die einfügt, oder auch Vasi Lights oder welche auch immer, die sind sollen angeblich alle das gleiche tun, also solche roten und weißen Lichter, aber die reagieren nicht, das ist das Komische. Ja, vielleicht könnt ihr das mal, wenn ihr das wisst, wie es geht, dann bitte in die Kommentare schreiben, da. Das würde uns mal interessieren. Ja, vielleicht ganz praktisch. Ihr müsst bei diesem Ding extrem aufpassen, dass ihr keinen Stall bekommt, also das geht echt leicht. Aber es macht lustige Geräusche. Ja, es hört sich dann an wie ein Telefon. Vielleicht. Ja, da ist es schon. Da haben wir es auch schon. Wenn man vom Teufel spricht. Ja, ja. Ich heb ja schon ab. Ja, gleich. Der Witz war wieder mal so flach. Soll ich abheben? Ich weiß nicht. Ja, gut. Ja, hallo? Mhm. Du bist gerade schlecht, ich bin im Fern einer Aufnahme. Ja, gut, bis später. Ciao. Hat wer angerufen. War's toll. War es die GEMA, weil wir da irgendwas nicht zeigen durften? Nein, war ein Kumpel. Ach so. So.
Schauspielkünstler. Aber es ist schon. Aber es ist ein bisschen seltsam, das ist so ein also so ein richtiges. Das ist echt so ein altes Telefongeräusch. Ich weiß nicht, ob es bei der echten auch so ist. Ich bezweifle. Kann's mir vorstellen. Kannst du dir vorstellen? Nein, nicht vorstellen. So. Warum so geil so ein altes Telefon in so einem Flugzeug drin? Ja. Aber hatte, ja stimmt, Funk hat das ja hinten drin. Der muss aber auch sicher schlecht gewesen sein. Weiß nicht. Im Zweiten Weltkrieg hat man ja so Kurzwellenradar-Funksysteme gefunden, aber die waren auch nicht wirklich die besten. Ja, das ist natürlich. So. Den Klang finde ich auch ganz gut gemacht. Ja. Also, es hört sich realistisch an. Es hört sich nach einem Propellerflugzeug an. Ich habe noch nie eine in echt gesehen, deswegen habe ich keine Ahnung, ob sie sich auch in echt so anhört. Oder ob sie in echt so aussieht. Oder was auch immer. Wie viele fliegen im Moment noch? Das ist nicht lang. Wie viele wurden denn insgesamt produziert? 1122 Stück. Ja, okay. Und also ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Lufthansa Livery, das ist eine fiktive Livery. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja, auf jeden Fall. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Lufthansa jemals irgendeine Illushi 14 gehabt hat. Es ist ärgerlich, dass das Internet nicht mitmacht, weil ich wollte ja nachschauen, ob die DC-3 wirklich Propeller hat oder Triebwerke. Ja, aber ist nicht so schlimm. Ich lande jetzt erstmal. Bleibst ausgefahren? Ja, glaub schon. Die können ja fast bis 90 Grad gehen, die Flaps. Ja, sieht jedenfalls so aus. Also wenn wir gleich auf dem Boden sind, können wir es uns noch mal schnell anschauen. Aber fällt schon wieder. Das Flugzeug fällt wie ein Stein, wenn man den, wenn man die Leistung runterdreht. Und, ja. Und ganz, ganz wichtig, niemals den Schubregler auf 0% stellen, weil dann ist nach ganz kurzer Zeit ist da Triebwerkausfall und das wollt ihr nicht haben. Mhm. Also die ist wirklich unglaublich stall gefährdet. Und empfindlich, aber gut, das waren sie ja damals immer. Weiß ich gar nicht. Ich schätze es mal. Also dann wäre es echt, also das finde ich auch ganz gut gemacht. Ich denke, dass es so realistisch ist. Und ja, jetzt schauen wir mal, jetzt gleich landen wir. Oh ja, Telefon wieder. Landen wir mal. Ja, es wird nichts mehr. Oder? Doch, gibt mehr Schub, dann wird's. Hier siehst du es ja. Nee, keine schöne Landung. Anybody survived und jetzt auch noch das. Nee, das war keine schöne Landung. Verstehe ich gar nicht. Das hab ich. Oh. Ah! So, jetzt! Das Triebwerk, das Fahrwerk ist eingeklappt. Ja, das ist doof. Das passiert immer, wenn man zu fest aufkommt mit dem. Ich muss auch sagen, es war mein erster Flug mit diesem Flugzeug. Tut mir leid. Okay, jetzt haben wir es geschrottet. Eine Illushi weniger. Ja. Passiert. Aber das war's jetzt eigentlich schon für dieses Let's Play. Genau. Donut drehen nochmal. Genau. Also wie gesagt, erster Flug von mir mit diesem Flugzeug. Aber ihr habt gesehen, was es für eins ist. Und wie gesagt, Link in der Videobeschreibung. Dann bis zum nächsten Mal. Ja.